Wie viele Strategiespiele hat sich auch die Siedler zumindest in früheren Titeln gerne an historischen Völkern und Kulturen bedient. Anders als bei Age of Empires ging es den Entwicklern aber insbesondere in Siedler 3 und 4 nicht nur um die nackten historischen Fakten, denn diese beiden Spiele finden in einer Welt statt, in der die diversen Völker nicht nur aufeinandertreffen, sondern auch ihre Götter mitmischen. Von legendären Völkern wie den Amazonen ganz zu schweigen. Aber wie genau hat man sich an überlieferter Geschichte und Mythologie orientiert und wovon haben sich die Entwickler bei Blue Byte inspirieren lassen? Werfen wir mal einen genaueren Blick auf das Volk, denen wir chronologisch am nächsten sind, die Maya. Obligatorischer Disclaimer, dass ich kein Historiker bin und außerdem einige Begriffe, insbesondere aus der Sprache der Maya, wahrscheinlich falsch aussprechen werde. Die Ursprünge der Maya-Zivilisation werden zum Teil bis ins Jahr 8000 vor Christus zurückdatiert, ihre Präklassik beginnt aber in den Augen der meisten Historiker erst 2000 vor Christus. Im Laufe ihrer Geschichte besiedelten sie das heutige Guatemala, Belize, die Yucatan-Halbinsel sowie die heutigen mexikanischen Bundesstaaten Chiapas und Tabasco. Im 9. Jahrhundert kollabierte die klassische Maya-Zivilisation, was sich in der Aufgabe ganzer Städte zeigte. Die genauen Gründe dafür sind unklar, es wird aber eine Kombination aus den regelmäßigen Kriegen zwischen den Maya-Städten, Überbevölkerung und Dürreperioden vermutet. Die Maya erholten sich hiervon nie, behielten aber dennoch eine bedeutsame Präsenz in ihrer Postklassik, die bis zum Jahr 1539 datiert wird. Der endgültige Fall der Maya wurde durch die Ankunft der Spanier besiegelt, welche 1697 die letzte unabhängige Stadt der Maya eroberten. Es blieben zwar viele unabhängige Dörfer, aber durch die Eroberung gingen große Teile der Kultur und Geschichte der Maya verloren. So gibt es leider nur noch 4 mit Sicherheit authentische Maya-Codices, der Rest fiel spanischen Missionaren und Konquistadoren zum Opfer. Es gibt aber noch schätzungsweise 9 Millionen Menschen, die ethnisch den Maya zugeordnet werden können und die noch Teile der Sprache und Kultur bewahrt haben. Das war jetzt vielleicht etwas trocken, kommen wir also zur Darstellung der Maya in der Siedlerreihe. Die Maya hatten ihren ersten Auftritt im 4. Teil der Serie. Hier wurde ein neues Volk gebraucht, dessen Architektur mehr Stein als Holz nutzte. Außerdem wollte man ein eher mysteriöses Volk ins Rampenlicht bringen, was ich grundsätzlich lobenswert finde, aber vielleicht angesichts der kurzen Entwicklungszeit des Spiels einfach zu hoch gegriffen war. Die Mayas erbten die Rolle, die im Vorgänger noch die Ägypter erfüllt hatten. Wenn man die Römer, die sich vor allem selbst kopierten, außer Acht lässt, waren die Maya von allen S4-Völkern ihrem S3-Gegenstück spielerisch am nächsten. Leider war S4 auch ihr letzter Auftritt, da sich die Nachfolger mehr auf ein generisches Mittelalter-Setting konzentrierten und die Idee mehrerer spielbarer Völker gänzlich fallen ließen. Diese wurde abgesehen vom Siedler 2 Remake und dem Spin-off Aufbruch der Kulturen erst von Siedler 2023 wieder aufgegriffen, wo man aber auf reine Fantasievölker zurückgriff. Was die Völkerinteraktion angeht, kann man aber recht klar sagen, dass die Maya sowohl zeitlich als auch geografisch falsch platziert waren, als dass sie mit irgendeinem anderen in Siedler dargestellten Volk hätten interagieren können. Am nächsten wären wohl die Wikinger gekommen, die aber nur Nordamerika besuchten. Neben ihrer eigenen Rolle halten die Maya in Siedler oft auch als Stand-in für andere zentralamerikanische Völker wie die Inka oder Azteken her. Aber im Grunde genommen wird fast immer auf sie zurückgegriffen, wenn irgendwelche Ureinwohner dargestellt werden sollen, wenn die Karte in den Amerikas spielt oder der Schauplatz nicht definiert ist. Wenn sich die Kampagnenmissionen der Maya nicht gerade mit der Verteidigung ihrer Heimat befassen, werden sie oft als hinterhältig und teilweise sogar kleptomanisch dargestellt, wobei ersteres auch durch die Wahrnehmung der Römer gefärbt ist. Trotz ihrer tragenden Rolle im Kampf gegen das dunkle Volk bekommen die Mayas ihre wohlwollendste Darstellung wohl in ihrer Kampagne des Trojaner-Add-ons, wo sie auf Schatzsuche gehen. Ich würde keinesfalls so weit gehen, den Autoren hier Rassismus vorzuwerfen, aber ein gewisses Ungleichgewicht im Vergleich dazu, wie die Römer oder Wikinger dargestellt werden, ist hier schon zu sehen. Die Maya scheinen auch wesentlich öfter Kriege aus scheinbar trivialen Gründen zu beginnen. An der Darstellung der Maya als Steinvolk gibt es nichts auszusetzen. Die im Spiel dargestellten Gebäude machen auch die Vorliebe der Maya für geometrische Proportionen deutlich. Fast alle entsprechen einer regelmäßigen geometrischen Form, wurden aus einer abgeleitet oder aus mehreren Formen zusammengesetzt. Direkte Vergleiche mit realen Gebäuden sind aber abgesehen von Tempelstrukturen kaum zu finden. Was direkte Inspiration angeht, scheint der große Tempel der Maya direkt an den zweiten Tikal-Tempel, auch bekannt als Tempel der Masken, angelehnt worden zu sein. Beim kleinen Tempel dagegen findet man gewisse Ähnlichkeiten zum Tempel der Sonne, allerdings abzüglich der für Maya-Tempel üblichen Stufenpyramide. Wenn dieser Tempel die Vorlage war, kann ich nur spekulieren, wieso es diese Änderung gab, aber ich kann mir vorstellen, dass es mit der Animation des Tempeldieners zu tun haben könnte. Der kleine Tempel der Römer hat in S4 zwar auch eine Treppe, aber wenn diese Arbeitsanimation vergleichsweise schwierig war oder die Designer schlicht nicht mit ihr zufrieden waren, wäre das ein Grund, es für die anderen Völker anders zu handhaben. Der große Tempel hatte dieses Problem nicht, da auf den Tempel selbst kein Arbeitsvorgang gezeigt werden musste. Auch wenn er nicht zufällig so aussieht, als könnten dort Menschenopfer stattfinden. Was das allgemeine Gameplay betrifft, ist auf diesem Bild bereits einiges falsch. Ich bin gespannt, ob jemand alle Fehler nennen kann. Wenn ihr wollt, könnt ihr kurz pausieren und euch das Bild genauer ansehen. Der vielleicht offensichtlichste Fehler ist die Eisenschmelze. Die Maya hatten keine Waffen oder Werkzeuge aus Eisen, sondern verließen sich auf Obsidian. Das nächste Gegenstück zum Eisenschwert war das Obsidianschwert, auch mal Kuahuitl genannt. Diese Waffe war in mancher Hinsicht noch gefährlicher, da Obsidian wesentlich schärfer ist,
Allerdings ist Obsidian auch brüchiger, wodurch die Waffe nicht so langlebig ist. Aus einer Game-Design-Perspektive ergibt dieser Anachronismus aber Sinn, da die Maya sonst völlig eigene Regeln für ihre Soldatenproduktion benötigt hätten. Als Spezialeinheit wurde den Maya der Blasrohrschütze zugewiesen. Blasrohre wurden von vielen Kulturen verwendet, einschließlich der Maya. Vorteile des Blasrohrs sind sein geringes Gewicht und die leichte Herstellung der Waffe sowie seiner Munition. Noch dazu ist das Blasrohr praktisch geräuschlos einsetzbar. Moderne Blasrohre werden immer noch zur Betäubung wilder Tiere eingesetzt. Allerdings handelt es sich hier primär um eine Jagdwaffe, um kleine Tiere wie Vögel zu jagen. Für den offenen Kampf sind effektive Reichweite und Feuerkraft des Blasrohrs zu gering. Das heißt aber nicht, dass Blasrohre nicht auch für den Kampf gegen Menschen zweckentfremdet wurden, und gerade gegen ungeschütztes Fleisch kann ein Blasrohr durchaus tiefe und schmerzhafte Wunden hinterlassen. S4 scheint sich dessen bewusst gewesen zu sein, da Blasrohrschützen sowohl eine sehr geringe Reichweite haben, als auch sehr geringen Schaden anrichten. Mein Ultimate Balance Overhaul entfernt sich hier definitiv von der Realität, da hier der Schaden von Blasrohrschützen sogar über den von Bogenschützen erhöht wurde. Das war aber eher eine Notlösung, da keine andere technisch umsetzbar war. Im ursprünglichen Spiel sind die einzigen Vorteile der Blasrohrschützen ihre vergleichsweise hohe Gesundheit sowie die Fähigkeit, feindliche Soldaten kurzzeitig zu lähmen. Ich konnte nicht viele Quellen zum Einsatz von vergifteten Pfeilen durch die Maya finden, das dargestellte Verhalten passt aber zu einer Gruppe von Giften, die als Curare bezeichnet werden und aus Pflanzen in Zentral- und Südamerika gewonnen werden konnten. Diese Gifte werden nur aktiv, wenn sie in eine offene Wunde gelangen und haben eine paralysierende Wirkung, die zur Jagd sowie für therapeutische Zwecke eingesetzt wurde. Wenn die Dosis hoch genug ist, können diese Gifte auch zum Ersticken führen. Eine Alternative zum Blasrohrschützen hätten Speerwerfer sein können. Die Mayas besaßen wie die Azteken Speerschleudern, die sie Hulche nannten. Damit hätte man im Grunde genommen ein Gegenstück zu den Plänklern aus Age of Empires, wobei ich persönlich kein großer Freund davon bin, wie diese Einheit dort ganze Speere aus dem Nichts erzeugt. Als Spezial- oder regionale Einheit wäre es aber eine brauchbare Alternative gewesen. Als Belagerungswaffe erhielten die Maya den Feuerspeier, welcher mit einem Schießpulvergemisch betrieben wird, sich aber am Ende spielerisch wie ein Katapult verhält. Die Maya sind allgemein nicht dafür bekannt, große Belagerungen durchgeführt zu haben, aber der Einsatz von Schießpulver sprengt definitiv den Rahmen des Glaubwürdigen. Hier scheint es so, als hätten die Entwickler krampfhaft versucht, irgendwie die Existenz von Schwefel zu rechtfertigen, da die Römer und Wikinger das Zeug ebenfalls nicht verwenden und dann kein Hauptspielvolk es hätte nutzen können. Auf der anderen Seite brauchen die Mayas aber aus spielerischen Gründen irgendeine Art von Belagerungswaffe und ich tat mich selbst für meinen Siedler 5 Entwurf sehr schwer damit, eine passende Alternative zu finden. Siedler hat aber durchaus Präzedenzfälle für magiebasierte Kriegswaffen und eine magische oder halbmagische Belagerungswaffe wäre vielleicht die beste Lösung gewesen. Kommen wir zur Magie der Maya. Anders als sein Vorgänger mied S4 die Darstellung von Göttern abseits der drei von Blue Byte erfundenen. Das Spiel enthält daher praktisch keinerlei Referenzen an die von den Maya verehrten Gottheiten. Selbst aztekische Götter wie Quetzalcoatl werden öfter erwähnt oder zumindest als Name für KI-Spieler genutzt, auch wenn dieser zugegebenermaßen als Gegenstück zu Kukulkan akzeptiert wird, welcher durchaus als repräsentative Gottheit hätte genutzt werden können. Selbst im Siedler-Comic, der immerhin ein Design für Thor enthielt, gab es keine Spur einer Gottheit, die den Maya zuzuordnen wäre. Das höchste der Gefühle ist die Darstellung des Jaguars als Spirit Animal der Maya. Das ist auch nicht unbegründet, da die Maya vielen ihrer Götter Züge des Jaguars zuschrieben und der Jaguar selbst aufgrund seiner nachtaktiven Natur der Unterwelt zugeordnet wurde, mit der Fähigkeit, zwischen den Welten der Lebenden und der Toten zu reisen. Der Pelz des Jaguars durfte nur von Mitgliedern der Herrscherklasse getragen werden, für die höherrangigen Schwertkämpfer der Mayas ist das also etwas unpassend. Für den Hauptmann hätte es eher gepasst, der trägt dabei ein recht gewöhnliches Cape. Was die eigentlichen Zauber angeht, gibt es auch hier keine direkten Referenzen zur Maya-Mythologie, wobei auch die Zauber der anderen Völker eher selten direkten Bezug zu einer bestimmten Gottheit nehmen. Die Fähigkeit der Maya, Holz zu Gold zu verwandeln, könnte eine Anspielung auf ihr Können in der Verarbeitung von Gold sein. Der Fruchtbarkeitszauber, den die Maya von den S3 Römern geerbt haben, ist ebenfalls keiner Gottheit zugeordnet, obwohl die Maya sogar eine eigene Gottheit für Mais kannten. Ihr Terraforming-Zauber ist auch maximal unpassend, während Gegnerbannen eine direkte Kopie eines Ägypter-Zaubers aus S3 ist. Schützenstrafen ist eine weitere halbe Kopie, in S4 werden feindliche Bogenschützen aber nun nicht mehr in Pioniere, sondern in Schmetterlinge verwandelt. Das scheint ziemlich random, die einzige Verbindung, die ich finden konnte, besagt nur, dass Schmetterlinge im Glauben der antiken Maya als Geister der Verstorbenen gesehen wurden, die die Welt der Lebenden besuchen, um dort Trost zu spenden. Der Beförderungszauber ist zwar neu, referenziert aber keine Maya-Legende, die ich finden konnte, und der Steinfluch kommt ursprünglich von den Asiaten aus S3. Wenn ihr gerade gut zugehört habt, sollte euch jetzt ein weiterer Fehler bewusst geworden sein. Die Getreidefarmen der Maya sollten eigentlich Mais anbauen. Da Mais auch zu Brot verarbeitet werden kann, müsste nicht mal sonst etwas geändert werden. In Verbindung mit Mais bauten die Maya auch Kürbisse und Bohnen als Hauptnahrungsmittel an. Die Maya hatten daher sehr wahrscheinlich auch die Ackerbaumethode, die als Drei Schwestern bekannt ist und von vielen amerikanischen Völkern praktiziert wurde.
Mais wurde grundsätzlich nicht thermalisiert, in der Regel in gelöschtem Kalk oder in Holzasche. Als der Mais nach Europa kam, erkannten die Europäer aber nicht den Sinn dieses Schrittes, was unter Maiskonsumenten zum Ausbruch der Mangelerkrankung Pellagra führen konnte. Was die Viehzucht angeht, haben wir hier gleich zwei Fehler. Sowohl Esel als auch Ziegen wurden von den Europäern nach Amerika gebracht. Ich konnte nicht viele Informationen zur Viehzucht der Maya finden, aber es gäbe eine Art von Truthühnern auf Yucatan, die als Ersatz hätten herhalten können. Als Ersatz für Esel hätten spezielle Lastenträger dienen können, wobei dann immer noch ein Gegenstück zum Gründungskarren fehlt. Zu guter Letzt kommen wir zur Mana-Pflanze der Maya, die in S4 doch glatt Agaven kultivieren, um daraus Tequila zu machen. Wie ich bereits sagte, ist der Terraforming-Zauber der Maya maximal unpassend, da sie sich nicht mal in der Nähe einer Wüste befanden. Ich bin mir nicht sicher, ob die Maya aus technischen Gründen die Wüstenidentität der Ägypter erben mussten oder ob die Designer hier noch zu viel Wert darauf legten, dass als Opfergabe Alkohol genutzt werden musste. Diese Regel brachen erst die Trojaner mit der Erweiterung. Wesentlich passender wäre es gewesen, wenn die Maya Kakao kultiviert und daraus Xocolatl hergestellt hätten. Das ist zwar an sich nicht alkoholisch, hatte aber eine große religiöse Bedeutung, da die Kakaobohne und Xocolatl als Geschenke der Götter an die Menschen galten. Man kann die Mayas damit als Erfinder der Schokolade bezeichnen, allerdings hatten sie keinen Zugang zu Zucker. Daher nutzten sie Chilischoten, um den bitteren Geschmack der Kakaobohnen zu überdecken. Wenn man zwingend einen eigenen Terraintypen dafür reservieren wollte, hätte man dem Maya Schlamm geben können, den am Ende die Trojaner zwar für ihren Terraforming-Zauber erhielten, aber nicht selbst nutzten. Den Maya tat es abschließend betrachtet wohl nicht gut, als eines von drei Völkern eingebracht zu werden, die in ihren Grundprinzipien praktisch identisch sind. Ein Volk von nur dreien so krass abzuheben, hätte vielleicht spielerisch nicht besonders gut funktioniert, und selbst die Amazonen und Trojaner als Add-on-Völker entfernten sich nicht annähernd so stark von den Grundvölkern, wie es die Mayas verdient hätten. Ich erwarte wirklich keine perfekt authentische Darstellung irgendeines Volkes oder seiner Geschichte, das schafft nicht mal Age of Empires, das sich auch sehr bewusst gewisse Freiheiten in der Missionsgestaltung lässt und noch dazu mythologische Aspekte fast vollständig ausklammert. Aber ich glaube, dass eine genauere Darstellung der Maya, ihrer Kultur und ihrer Lebensumstände viel Raum bieten würde, um ein Volk zu schaffen, das sich spürbar von den übrigen unterscheidet. Falls ein neuer Siedler oder ein geistiger Nachfolger der Reihe die Maya nochmal aufgreifen würde, würde ich das auch erwarten.